Das ist schon ähnlich, ne? Dieses. Hat was von der Super Mario Melodie. Vom Super Nintendo. Super Mario World. Ein paar Noten sind vertauscht. Ganz stimmt nicht. Und es ist langsamer. Aber es ist schon ähnlich. Und so weiter. Jetzt gehen wir mal auf den Friedhof. Mal schauen, ob wir hier irgendwas Interessantes entdecken. Es ist auf jeden Fall sehr neblig hier. Obwohl jetzt gleich die Zombies kommen. Die Untoten sich erheben aus ihren Gräbern. Das ist ein ziemlich großer Friedhof. In der Stadt sind definitiv schon mehr Leute gestorben, als hier leben. Also, ja. Ja. Excuse me, but what are you doing? Er ist ein Hühnchen oder so. Searching. Louis the Gravekeeper. What are you searching for? Unknown. You don't know? Hmm. Interesting. Zach, this man is the perfect symbol of the human race. We all live out our lives searching for things. Yet, no one knows what they're actually searching for. That's what it means to be human. Don't you agree, Zach? I feel like that simple declaration of his just awakened us to something. Okay. Jetzt ist er verschwunden. Hochwertiger Friedhofsstoff. Steht er da hinten? Müssen wir ihn vielleicht jetzt immer suchen, oder wie? Ist der ein Roboter? Piep, 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 piep. Haben Sie einen Moment Zeit? Piep, ratatatatatat. Signal empfangen. Gibt es da oben irgendwas zu sehen? Anweisung, empfange Anweisung. Sie empfangen Anweisungen, etwas aus höheren Sphären? Also, ich für meinen Teil empfange hier rein gar nichts. Muss Fleur de Lys lokalisieren. Fleur de Lys? Meinen Sie das heraldische Liliensymbol? Fortbewegung unmöglich. Erteile Auftrag, lokalisiere alle Fleur de Lys. Ich soll Fleur de Lys für Sie finden. Was? Ein Fotoalbum sieht ziemlich alt aus. Das ist voller Bilder von ich weiß nicht, wie die es aussprechen immer. Vom Quadrat. Ich kann aber nichts Besonderes an ihnen erkennen. Wozu soll das gut sein? An jedem dieser Orte befindet sich ein Fleur de Lys. Nur Personen mit besonderen Kräften können sie sehen. Ah, verstehe. Ich soll also die Orte auf den Bildern abklappern und die dort versteckten Fleur de Lys finden. So ein Hoverboard. Ich hätte auch nichts gegen ein Hoverboard. Ich find's auch cool. Ist es das, was sie von mir wollen? Wenn alle Fleur de Lys lokalisiert wurden, wird ein Wunder geschehen. Wenn all lokalisiert... Piep. Piep, 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 piep.
Was sagst du dazu, Zack? Man könnte fast denken, dass hier höhere Mächte am Werk sind. Die Lilie ist außerdem ein Symbol für Louisiana. Vielleicht hat diese ganze Sache sogar etwas mit unserem Fall zu tun. Wer weiß? Das Album. Ein altes Fotoalbum. Okay. Kann ich mir das jetzt auch anschauen? Eine neue Mission wurde gestartet. Aha. Tutorial. Das ist eine ganz neue Mechanik hier. Was ist denn jetzt los? In ganz warten Fleur de Lys auf ihre Entdeckung. Nach unten drücken, Album öffnen, links, rechts, Bild wechseln. Wenn sie ihr Album an einem Ort öffnen, an dem sie laut eines Hinweisfotos ein Fleur de Lys versteckt, erscheint über ihrem Kopf ein Ausrufezeichen. Benutzen Sie den Spürsinn, um das Fleur de Lys an sich zu nehmen. Im roten Baum können Sie alle bisher gefundenen Alben einsehen. Okay. Ach, guck. Tatsächlich. Ja, das ist ja cool. Das ist wirklich cool, weil das führt einem jetzt so ein bisschen durch die Stadt. Wir können auch schauen, was wir schon kennen und was wir noch nicht kennen. Und auf dem Weg finden wir vielleicht eine grüne Paprika. Oder ähnliche tolle Sachen. Nicht schlecht. Aber der Friedhof ist wirklich riesig. Er geht auf der anderen Straßenseite noch weiter. Ich habe das Gefühl, dass die Entwickler nicht wussten, was sie hier noch machen sollen. New Orleans were a mess. All busted up undergoing plötzlich auf. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or DC. They never stop to chit-chat. Especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every three times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zack? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism running on the smoothest, purest oil there is. And it feels strange... Bienen. Oh! Be punch. Wie viele Bienen brauchen wir eigentlich noch für die Mission mit den Bienen? Oh, wir haben erst die Hälfte aller Bienen getötet im Universum. Damn it. Wer hätte gedacht, dass es auf der Welt so viele Bienen gibt? So, und schon haben wir über die Hälfte aller Bienen getötet. Hey, Patty. What, Agent York? Nothing. You didn't even twitch when you saw Galena's body. Why would I? Dead things can't hurt us, right? Girls your age don't usually think that way. Do you have kids, Agent York? No, I don't. I'm not married either. Then you have no idea how girls my age usually think. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zack. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. Zum Glück respawnen die anscheinend echt relativ schnell, die Bienen.
Kann man eigentlich immer wieder die gleiche Runde drehen wahrscheinlich. Sagte er und stellte fest, dass es keine Bienen mehr gab. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bunda, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to unsere Hose ist voll dreckig. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Ohne Bienen geht die Welt unter, das stimmt. Jetzt wissen wir auch, was für das Bienensterben verantwortlich war. Es war Francis York Morgan nämlich. Deswegen gibt's heute nur noch so wenig Bienen. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach, and there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard, we passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. So, also das erste Bild, das erste Foto ist auf jeden Fall hier unser Hotel. Casa Pineapple. Ich werde echt schon wieder müde. Machen wir nochmal eine 6-Stunden Pause. Nein, Quatsch. Ziehen wir jetzt durch. Also, jetzt pass auf. Detektivmodus aktivieren, oder? Muss ich dafür das Foto auspacken? So, jetzt pass auf. Genau, hier. Aha, da ist es. Schauen wir. Ja, genau. Nächstes Bild. Oh, Graffiti mit Tentakel und Wolken. Das weiß ich jetzt leider gar nicht, wo das sein könnte. Das ist das Sheriff. Das ist das Sheriff-Dingens. Aber jetzt bewegen wir uns zu Fuß durch die Welt, damit ich dieses Graffiti vielleicht finde. Hallo Retro Gamer. Wir sind alle müde. Ich bin auch noch müde. So, also, wo war das Polizeirevier hier? Mache ich mal eine Markierung. Und dann schauen wir mal auf dem Weg zum Polizeirevier, ob wir vielleicht irgendwo dieses Tentakel-Graffiti sehen. Ich meine, das ist recht komisch und auffällig eigentlich, oder? Könnte halt sein, dass das irgendwo in einem Hinterhof. If this town has a symbol. It's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his... Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Das ist so ziemlich... Ah nee, von der anderen Seite. Genau, ja. Hui, das ist so die Animation von Mario, von so Mario-Sternen oder den Mario-Sonnen, wenn man die sammelt. Dass es lustig ist. Fehlt Mario 64, fehlt nur dieses Daddel-Daddel-Dang, Daddel-Dang, Daddel-Dang Geräusch. Aber die Kamerafahrt und die Animation ist ziemlich ähnlich. Finde ich lustig. So, Nummer 4. Das könnte die Fabrik sein. Ja, könnte die Fabrik sein. You didn't even twitch when you saw Galena's body. Wo wir... Da wollte ich eh noch mal hinschauen. Ich wollte schauen, ob wir da noch mal reingehen können.
weil ich vielleicht nur noch mal gern mit dem Riesen reden würde, mit dem großen Kerl. Ich wollte schauen, ob das geht, dass man mit dem noch mal einfach so vielleicht heute eine Mission vereint. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such a... Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all microscopic. Sometimes they even feel like figments of my imagination. Think back to what Las Vegas looked like when we were driving up I-15. It was a mirage. But TV and movies dress up those mirages and broadcast them to people all around the world. Meanwhile, American women become fascinated by the gorgeous city lights and are drawn toward those illusions. The very same. Das sieht richtig aus. Müsste es eigentlich ungefähr stimmen. Ah, hier muss ich stehen. Na, meinetwegen. Wer ist das denn? Ah, ich kann nicht so schnell. Achso, ich kann skaten. Das ist er. Das ist der große Kerl. Hey, warte doch mal. Agent York. Why? Ich darf nicht reden, wenn ich gehe. Wenn ich rede, vergesse ich, wo ich hingehe. Oh nein. Dann können wir... Grundsätzlich kann man mit dem aber reden. Grundsätzlich hat der vermutlich eine Questreihe. Schauen wir mal, verfolgen wir mal unauffällig. Grüne Paprika. Hätte ja sein können. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decomposed. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then. But this one looks... Oh, Entschuldigung, Fußgänger. Nein, das tut mir leid. Ich hab dich schon ein bisschen angerannt. Du bist ein riesiger Hühner. Das ist doch gar nicht gespürt. Ich hab dir also $6 gegeben. Schmerzensgeld. Bist du jetzt da? Ist das dein Ziel? Lebst du im Park? Agent... Ich darf nicht reden, wenn ich gehe. Nee, dann ist das eigentlich nicht sein Ziel. Vielleicht ist er einfach kaputt. Na, irgendwie kann ich das Board nicht wirklich pimpen, leider. Ich verstehe das gar nicht. Ich kann das nur reparieren lassen, sonst kann ich bis jetzt nichts machen. Finde ich ein bisschen schade irgendwie.
It really seemed like you knew who Galena Clarkson was. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Okay. Zustand Gift. Vergiftungen heilen nicht von selbst und können schnell lebensbedrohlich werden. Okay, cool. Aber schau, bei der Lähmung wäre bis jetzt kein Tutorial gekommen. Das würde gegen die Theorie sprechen, dass dieser komische, ich kann mich nicht mehr bewegen, Bug, wenn es denn einer ist, eine Lähmung war. Sonst wäre wahrscheinlich ein Tutorial-Text gekommen von wegen hier. Guck mal. Lähmung. Habe ich halt leider kein Gegengift dabei, ne? Muss ich entweder zum Arzt oder einen Koffer von mir aufsuchen. Ach, sag bloß. Das ist ja ein Zufall. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier Gegengift habe, oder? Ja, sogar 10. Na dann. Problem gelöst, bevor es überhaupt richtig eins geworden ist. So ist das doch schön. Okay, cool. Dann können wir weiter Bienen jagen. Ein bisschen noch, glaube ich, macht schon Sinn. Viele brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Bienen, Bienen, Bienen. 3 nach 7. Ich bin froh, dass das Inventar nur für Verbrauchsgegenstände zählt und dass man so Loot, so Crafting-Materialien unbegrenzt einpacken kann. Finde ich sehr gut. Finde ich nervig, wenn es anders wäre. Der steht jetzt hier irgendwie einfach die ganze Nacht, oder wie? Dann schauen. Ah, warte mal, was, jetzt hat er was anderes gesagt. Arbeiten macht hungrig. Wenn ich esse, kann ich wieder weiterarbeiten. Ich will ein guter Arbeiter sein. Naja. Vielleicht hat er auch keine Quest. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack? Na gut, wo waren wir mit unseren Bildern? Ah ja, die Brücke. Ich glaube, das dürfte die eine Brücke sein, die tatsächlich auf der Karte eingezeichnet ist sogar. Die, über die er die ganze Zeit redet. Bla, 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 bla. Die hier. Oh, jetzt habe ich keine Markierung gemacht. Wollte ich schon machen. Immer nach Graffiti ausschauen. Hey Zack, it looks like we were right on the money. Tracing the Saint Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag, buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. Hier so? Nee, ich glaube,
das ist vielleicht die andere. Ah, doch, 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 da war's. Okay. Na dann. Au. Okay. Oh, pff. Ah. Ja, das ist der Mordplatz. Der Mordsplatz. Aber wo war denn jetzt der gleich nochmal? Irgendwo unter einer Brücke. Aber ich kann nicht sagen, ob hier oder... Da oben war's. Da oben war's, ja. Okay. Hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down San Rouge. We can't let this chance pass us by, can we, Zach? We need to find some sort of clue before this southern sun melts it all away. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Eigentlich sollte ich das Symbol sehen, aber irgendwie sehe ich hier auch unsichtbare UFOs rumschweben. Da eins im Baum? Ja, anscheinend. Okay. Ah, jetzt sehe ich's. So, blauer Container. Ist das schon wieder beim Fleischerhaus? Ich hätte mir erst die ganzen Fotos mal anschauen sollen. Das ist der Voodoo Store. Ah, das Anwesen, die Kirche, der Friedhof, bin ich mir nicht sicher, der Wasserturm, bin ich mir nicht sicher, irgendeine andere Brücke, die verlassene Fabrik, irgend so eine Scheune, die weiß ich gar nicht, das Eingangsschild, das weiß ich glaube ich auch, und irgendwo im Sumpf, 20 ist schwer. Jetzt muss ich mal schauen, ob die Brücke über uns vielleicht gleich die eine Brücke auf dem Foto ist. Könnte schon sein, ne? Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja. Cool. Na schau. Irgend so eine Scheune. Ist das das Haus da drüben vielleicht, die Scheune da? Hm. Ich glaube eigentlich nicht. Dass man da rein konnte, glaube ich nicht. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach?
Doch, das ist es. Yeah, wir sind voll der gute Orte auf Fotos Wiedererkenner. Nicht schlecht. Jetzt geht uns schon langsam der Fokus aus. Wir müssen Kaffee trinken, wenn wir